Der Wettbewerb ab in die Mitte soll die hessischen Kommunen und aktive Private motivieren, Allianzen mit dem örtlichen Handel und der Gastronomie, dem Tourismus sowie den Kulturschaffenden, den Vereinen und weiteren Beteiligten zu bilden und gemeinsam Stadtmarketingkonzepte zu entwickeln. Mit dieser Aktion des Landes Hessen in Zusammenarbeit mit Handel, Tourismus, Handwerk, Gastronomie und dem Hessischen Städtetag sollen die Cities, aber auch Ortskerne kleinerer Gemeinden attraktiver werden. Leere Läden, immer mehr Filialen und die Verödung von Ortskernen machen seit Jahren bereits den Verantwortlichen in vielen Gemeinden und Städten Sorgen. Gleichzeitig wandert der Einzelhandel auf die meist mit dem Auto besser zu erreichende grüne Wiese ab. Diese Entwicklung hatte vor 6 Jahren das Land, den Hessischen Städtetag, die Industrie- und Handelskammern und weitere Institutionen veranlasst, den Wettbewerb auszuschreiben. Mit dieser Aktion sollen besondere Ideen zur Aufwertung der Innenstädte und Ortskerne ausgezeichnet und gefördert, die Identität der Innenstädte gestärkt und die Bürger für ihre Stadt begeistert werden. Auch Wolfhagen hat sich an diesem Projekt beteiligt und darf sich heute Landessieger nennen. 160.000 Euro Fördergelder wurden unter den Gewinnern verteilt. Hierzu zählen Biedenkopf, Friedberg, Fulda, Heppenheim, Hessisch-Lichtenau, Homberg-Ohm, Hüttenberg, Oberursel, Witzenhausen, Wölfersheim und natürlich Wolfhagen. Mitte die Festlichkeit wurde auch das neue Modell der Weigelsburg einbezogen, das wir hier im Bild erkennen können. Im Rahmen eines historischen Umzugs durch die Stadt wurde die Burg unter dem Geleitschutz der Notfelder Ritter zum Marktplatz begleitet. Die Weigelsburg ist Nordhessens eindrucksvollste Burgruine, auf hohem Basaltkegel weithin sichtbar. Sie besteht aus 2 mächtigen turmähnlichen Wohnbauten, 2 Tortürmen und einer Ringmauer mit Turmstümpfen und halbrunden Bastionen. Der gewachsene Basaltfels reicht bis in die Burg hinein. Bis auf Fenster und Türleibungen, die aus Sandstein geschaffen sind, ist die ganze Burg aus kantigen Basaltsäulen errichtet. Die Burg und ihre jeweiligen Besitzer waren in dem Grenzraum zwischen Hessen, Mainz und Waldeck ständig in Fehden und kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt. Teilzerstörung und Wiederaufbau wechselten sich ab. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg unbewohnbar und verfiel. Am Nordtor befindet sich ein Relief, das die Sage von der Weibelsburger Weibertreue darstellt. Bei einer Eroberung der Burg durch den Landgrafen von Hessen gewährt dieser großzügig den Frauen freien Abzug unter Mitnahme ihres liebsten Besitzes. Die Weiber, voran die Burgherrin, tragen daraufhin auf dem Rücken ihre Ehemänner und Liebsten aus der Burg. Einige Jahre haben die Mitarbeiter benötigt, das Modell der Weigelsburg fertigzustellen. Auf jedes noch so kleine Detail wurde geachtet, sorgsam recherchiert und in die Tat umgesetzt. Rund 24.000 Euro hat das Modell gekostet, was hauptsächlich von Sponsoren und Fördergeldern finanziert wurde. Unter der Leitung von Dr. Jürgen Römer, dem Museumsdirektor von Wolfhagen, wurde das Projekt heute der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Weigelsburg für Sie hierher gefahren, so hat die Weigelsburg um 1500 ausgesehen. Das Modell wird jetzt eine kleine Weile hier auf dem Marktplatz stehen bleiben. Nutzen Sie die Gelegenheit, es sich anzuschauen. Wenn Sie das heute nicht schaffen oder das heute nicht wollen, können Sie es ab jetzt aber auch im Regionalmuseum Wolfhager Land sich anschauen. Da wird es jetzt stehen und die große Attraktion der nächsten Zeit in unserem Museum bilden. Wir sind stolz und glücklich, dass wir dieses Modell fertig bekommen haben. Das Wahrzeichen des Wolfhager Landes können Sie nun in all seiner Pracht bewundern, wie es vor gut 500 Jahren ausgesehen hat. Viel Spaß damit!
Wir repräsentieren das Museum Wolfhager Land hier mit einigen Schriften von ehemaligen Ausstellungen, die hier gewesen sind. Man kann hier kostenlos Broschüren mitnehmen, sich erkundigen. Und wir möchten halt eben auch, dass die Wolfhager uns wieder öfters besuchen, vielleicht mit den Familien, vielleicht auch mit Kindern. Wir haben tolle Ausstellungen, Fachwerkhausausstellungen, Zünfte sind bei uns sehr schön ausgestellt. Die Geologie ist ein großes Spektrum bei uns. Also ist wirklich für jeden was dabei. Es ist nicht nur auf ein Thema bezogen, das ganze Museum. Unser Fazit, der Markt war gut besucht und der Aufruf ab in die Mitte ist bei den Bürgern angekommen. Zum Abschluss unserer Reportage nur noch einige Ausschnitte aus dem Konzert der Coverband Bon Jovi. This is a song for broken hearted. We're selling a prayer for faith departed. I'm gonna be just a faith. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Yes, I know! It's my heat, it's never. I'm gonna. I just wanna live. I'm alive. Okay, wir machen nur die Hose. It's my life. My heart is like it opened.